Sorge ist natürlich berechtigt. Panik und Hysterie sind aus meiner Sicht nicht angebracht. Jeder Verbraucher, der gewisse Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Lebensmitteln einhält, ist weitgehend vor Salmonelleninfektionen geschützt. Kontrollen finden statt auf allen Phasen der Produktion. Das geht los im Bereich der Futtermittel, dass eben die eigenen Futtermühlen eben ihr Futter untersuchen auf verschiedene Parameter. Dann im Bereich der Elterntierfarmen, dass eben die Küken schon zum Beispiel salmonellenfrei sind. Dann im Bereich der Landwirte. Dort ist es so, dass eben auch Salmonellenfreiheit untersucht wird. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Und dann am Ende eben hier die Endprodukte. Jedes Endprodukt, das in den Markt geht, das an den Verbraucher geht, wird vorher eben untersucht. Wir haben momentan einen exzellenten Salmonellenstatus. Das heißt, mit unserem salmonellenfreien Futter schaffen wir die Voraussetzung, dass der Landwirt salmonellenfreie Tiere produziert und damit auch salmonellenfreies Fleisch für den Verbraucher zur Verfügung gestellt werden kann. Tiere, die hier zur Schlachtung kommen, werden von amtlichen Tierärzten zur Schlachtung freigegeben. Das heißt also, werden als gesundheitlich einwandfrei eingestuft. Erst dann können wir diese Tiere schlachten. Es gibt Eingangskontrollen bereits bei der Anlieferung der Lebendtiere, die von unserer Qualitätsabteilung, aber auch von amtlichen Tierärzten vorgenommen werden. Danach wird mit hochmodernen technischen Einrichtungen der gesamte Verarbeitungsprozess eingeleitet und durch eine Vielzahl von Eigenkontrollen, durch die eigene Qualitätssicherung, aber auch wiederum durch amtliche Fleischbeschauer wird garantiert, dass eben ein hervorragendes, sauberes, qualitativ perfektes Produkt am Ende rauskommt. Letztlich würde ich sagen, die Wieso-Produkte sind sehr sicher, weil wir hier eigentlich alle Aspekte, die eine Rolle spielen für den Verbraucher, für die Lebensmittelsicherheit, weil wir diese Aspekte untersuchen. Wir machen Rückstandsanalytik, Schlagwort Dioxine, wir machen chemische Untersuchungen, ob der Verbraucher nicht getäuscht wird, und wir machen ein großes Thema eben die Salmonellenuntersuchungen und die mikrobiologischen Untersuchungen der Wiesenhofprodukte. Salmonellen werden wenn man nicht roh verzehrt, werden Salmonellen abgetötet. Das ist eine ganz wichtige Sache. Auch Küchenhygiene des Verbrauchers spielt eine große Rolle. Also jeder Verbraucher kann sich vor einer Salmonelleninfektion, unabhängig davon, ob sie jetzt in dem Lebensmittel vorkommen oder nicht, schützen durch eine vernünftige Küchenhygiene. Man schützt sich auf Themen, die, ich benutze den Begriff Medienwirksamkeit, ja, die wirklich medienwirksam sind, mit denen sich eben eine gute Quote machen lässt, sage ich jetzt einmal. Ja.